Ich hatte ehrlich gesagt von dieser Ecke von Deutschland eine andere Vorstellung gehabt. Ich hatte mir gedacht, oh, wer möchte uns dort hören? Und das ist einfach dieser Mut, zueinander zu gehen und man sich gegenseitig kulturell anzufassen. Es bringt nur Freude, ich garantiere das. Für mich ist wichtig, dass die Deutschen und wir alle wissen, jeder, der hier kommt, hat auch eine Kultur mit sich. Jeder Gast bringt was mit und nimmt auch was mit. Und das ist sehr wichtig, das muss man so sehen. Man hat so viele Gemeinsamkeiten mit. Also was wollen die Menschen? Die Menschen wollen einfach Menschen um sich haben, sich einfach in Ruhe kennenlernen, ohne Ängste zueinander kommen, anfassen und sehen, was passiert hier. Wir kommen zueinander zu und sie sehen, dass eine Perserin, eine uralte Kultur jetzt singt, ich habe geträumt. Oder sie hören meine alten Hafez-Lieder und meine Art und Weise, wie ich mich äußere. Letztendlich geht es alles um die Liebe, um sich einfach so gegenseitig zu verstehen, zu annehmen. Und ja, Unterschiede sind doch gut, dass sie da sind. Aber besser ist, dass man die Unterschiede sieht und keine Angst hat. Und ich denke, Integration haben wir geschafft in diesem Projekt. Übrigens auch für Deutsche. Einfach sich erkennen. Und das ist genau das, was wir in diesem Projekt machen. Und das soll jeden Tag im täglichen Leben passieren. Deshalb denke ich, solche Projekte sind wichtig, Leute. Dass wir zueinander kommen und die Ängste immer mehr verschwinden. Und dieser Mut macht uns die Musik.